Ja, hier wieder beim Koali, wieder ein Battle Report. Diesmal 1850 Punkte Inquisition. Ja, ihr seht richtig, ich habe hier so einen tollen Codex Inquisition. Gegen die neuen Dark Angels von Max. Hallo Max. Hallo. Jo, neue Dark Angels, 1850 Punkte. Wir haben noch gar nicht geguckt, was für eine Mission und so wir spielen. Das gucken wir gleich alles noch. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was die Dark Angels in den Kampf gegen die Inquisition mitgebracht haben. So, Dark Angels, 1850 Punkte, was hast du mitgebracht? Ein Captain mit Artificer Armor und Energieschwert und seinem Leichttuch der Helden. Ja. Was macht das? Das macht, gibt dem Feel No Pain oder was? Feel No Pain und shrouded, wenn er nicht in einer Gruppe ist. Ah, okay, wenn er alleine rumrennt, also. Ja, okay. Das ein Techno mit Servoharnisch. Ja. Ezekiel. Ja. Auch wenn das nicht das echte Modell ist, aber ich bin eh einer verloren. Ja. Dann ein Hammer auf Kalibern. Das ist eine Formation, ne? Ja. Da gehört der Tech Marine auch zu, ne? Da gehört der Tech Marine zu und er muss auch in Land Raider starten. Okay, Land Raider, drei Vindicator und der Tech Marine. Ja. Und was kriegen die dadurch für eine tolle Regel? Die tolle Regel ist Monsterjäger und Panzerjäger. Okay. Und die Vindicator kriegen, weil sie zu dritt sind, so eine Riesenschablone, ne? Riesenschablone mit Deckungsmarine. Okay, und der Land Raider ist ein Land Raider mit den Flamern dran, der, ne? Redeemer, aber der Multimeter ist nicht ausgerüstet. Ah, okay, super. Okay, und dann ist das hier wahrscheinlich dann eine Demi-Company, oder was? Ja, das ist eine Demi-Company. Das ist ein voller Trupp der Space Marines mit Raketenwerfer, Plasmawerfer und Bolter beim Sergeant. Ja. Eine Marino. Ja. Ein Neumann-Trupp mit Flamer, Veteranen-Sergeant mit E-Faust. Mhm. Dahinter ist ein normaler Cybot mit Flamer und Sturmkanone. Ja. Der Trupp, dritte Trupp ist ein 5-Mann-Trupp mit Plasmawerfer, normalen Zeichen, mit Bolt-Pistol-Cap-Schwert, mit einem Razorback. Mit Bolters? Schwere Bolter. Schwere Bolter, ja, genau. Ein Wassertrupp mit zwei Lasertruppen. Ja. Und ein Sprungtrupp ohne Energieschwert, dafür mit Meta-Bomben. Okay, und was kriegen die dadurch, dass sie eine Demi-Company sind, für tolle Regeln? Alles, inklusive auch Haku, fünfte BF4 beim Abwehrfeuer. Okay. BF4, also volles Abwehrfeuer. Volles Abwehrfeuer. Das ist ja krass. Okay, und alles ist Objective Secure, ne? Also auch die Sprungtruppen und die Devastoren und die Fahrzeuge. Ja, super. Okay, das sind 1850 Punkte und jetzt gucke ich mal, ich habe eine ziemlich experimentelle Liste mit der Inquisition. Schaut, freut euch drauf, ne? So, 1850 Punkte Inquisition mit Verbündeten Adeptus Soritas, also und den Assassinen auch noch verbündet. Also ich habe ein Primary Inquisitoriales Detachment und ein Allied Detachment Soritas und dann noch ein Officio Assassinorum Detachment, so heißt das. Ne? Okay, erstmal die Hakus hier. Ich habe Corteas mit und dann ein Ordo Xenos Inquisitor mit ganz normal Carapace, Armor, Boltpistole, Chainsword, Rent Grenades, Psychostroke Grenades. Dann habe ich Cypher mit, das musste ich einfach machen, wenn ich gegen Dark Angels spiele. Ja, aus dem Cypher Delta Slate. Wenn ich den mit reinnehme, dann kriegt auch mein Warlord aus dem Detachment minus 1 auf den Moralwert. Aber das ist es, glaube ich, ganz wert, der ist nämlich ganz nett. So, dann habe ich hier die Verbündeten Soritas, das ist St. Celestine im HQ und der Priester im HQ, der kostet ja keine Auswahl, deswegen kann ich ihn da mitnehmen. Der Priester hat eine Laserpistole, Melterbomben, die Litaneien des Glaubens und eine hier Energiestreitkolben. Dann kommen wir zu den Auswahlen des Inquisitoriums, Inquisitoriale Henchmen, und zwar 5-mal Priester. 3 Chainswords, ein Eviscerator, einmal Melterbomben und einmal ein Energiestreitkolben. Und dazu noch einen Crusader und einen Psyker. Die sitzen in einem Land Raider Redeemer mit einem Multimelter. Daneben ist ein Inquisitorial Henchman mit einem Crusader, einem Psyker und 6 Ministorium-Priestern, 4-mal Chainsword. Auch einem Energiestreitkolben, einen Eviscerator und Melterbomben. Die sitzen in einem ganz normalen Land Raider. Ich glaube, es war umgekehrt. Also einmal 5, das sind die hier, und einmal 6, das sind die hier.
stand auf meiner Liste hier ein bisschen anders. Na gut. Dann einmal inquisitoriale Henchmen, zwei Akolyten, einfach mit Boltern und ein Psygioniker. Dann haben wir eine Einheit im Standard für das Alaiten-Kontingent. Das sind einfach nur nackige Soritas. Ich habe nackig gesagt. So, und hier hinten Dominatorin mit viermal Melter. Die fahren in einem Rhino. Und natürlich ein Assassine, ein windiger Assassine. Das sind auch genau 1850 Punkte. Inquisition verbündet mit Soritas und Cypher und dem Assassinen. Ja, dann gucken wir mal, was wir gleich so rumspielen und aufstellen und so weiter. Das zeige ich euch aber dann, wenn es soweit ist. Bis gleich. So, so sieht die Aufstellung aus, nachdem Infiltratoren und Scouts schon sich schon bewegt haben. Wir haben ja quasi an jedem Geländestück ein Missionsziel. Also hier eins, da eins, da eins, und da hinten eins, hier eins und hier eins. Wir spielen, wie hieß die Dinger noch? Kein Kontakt. Kein Kontakt. Also im ersten Zug haben wir ein Missionsziel, dann zwei, dann drei, dann vier und so weiter. Und hier steht mein Vindica-Assassine. Hier sind die Dominatoren vorgescoutet. Hier sind die Land Raider. Hier ist der Dreier-Trupp. Er hat übrigens Unsichtbarkeit erwürfelt. Corteas hat Unsichtbarkeit erwürfelt. Und der Priester aus dem Trupp, der hier drin ist, hat auch Unsichtbarkeit. Hier steht mein Standard-Trupp Soritas. Ja, da vorne stehen Rhinos und die Vindicator und der Land Raider. In dem Land Raider ist nur der Tech-Typ drin, ne? Hallo? Was? In dem Land Raider ist nur der Tech-Typ drin. Nein, da ist Ezekiel drin und 9er Trupp Terminatoren und der Captain. Ah, okay. Also alle 12 Mann. Terminatoren hat es so gar nicht. Ich meine. Sprungtruppen oder was? Nee. Irgendwas ist so. Taktische Trupps, okay. Gut. Ich dachte, Terminatoren, wo kommen die her? So, da ist ein Cybot. Und da ist auch noch ein Rhino, der sich hinter dem Gebäude verkriecht. Also quasi ist alle Charaktermodelle alle in dieser Box hier drin. Ne? Alle in dieser Box. Das ist ja nett. Schieße ich die Box jetzt direkt mal kaputt. So. Gut. Dann Inni geklaut hast du mir nicht. Wir haben keinen Nachtkampf und dann würde ich sagen, sehen wir uns in Zug 1 der Inquisition. So, Zug Nummer 1 der Inquisition. Ich habe mit dem Melter-Trupp hier den Land Raider zerstört. In der Explosion ist eine Sister und zwei taktische Marines gestorben. First Blood. Ansonsten hat der Vindicator da einen Höhenpunkt verloren durch den Vindicator-Assassinen. Dieses Land Raider ist unsichtbar und konnte an dem Indicator dann nichts machen. Ich musste einmal als Missionsziel hier Hold the Line machen, also drei Einheiten zurückhalten. Das habe ich geschafft. Einmal der Land Raider, einmal diese Einheit und einmal diese Einheit. Das heißt, ich habe schon mal einen Missionszielpunkt erreicht und jetzt kommt das Gegenfeuer. Runde 1 Dark Angels. So, der erste Zug der Dark Angels ist vorbei und meine Dominatoren sind leider tot. Ja. Du hast mit dem Trupp hier angegriffen. Der Tech Marine hat vorher noch versucht, dir den Vindicator zu reparieren, ist kläglich gescheitert. Die Laserkanonen hier haben auf meinen Land Raider geschossen hier und haben ihm einen Streifschuss beigebracht. Dieser taktische Trupp hier hat auf den Assassinen geschossen, hat ihm zwei Lebenspunkte geraubt. Sonst hat er alles Nebel gemacht hier, ne? Alles hat genebelt. Und der hat hier auf den Land Raider geschossen, hat nichts gemacht, wollte dann angreifen, hat eine riesige 3 gewürfelt in der Angriffsreichweite. Während die hier, die sofort vor den Leuten standen, eine 12 gewürfelt haben. Das war schon sehr grandios, ja. Okay, hast du ein Missionsziel erfüllt? Ja. Was hast du denn erfüllt? Ich habe einen Charaktermodell getötet. Sehr gut. Ja, stimmt, den Champion von den Dominatoren hast du getötet. Ja, damit steht es 1-1. 2-1. Ich habe ja First Blood, ne? Ja. Ja. Okay. Zur Runde 2 Inquisition. So, Zug 2 der Inquisition. Ich musste Objective 4 sichern. Das versteckt sich hier. Da stand eben noch ein taktischer Trupp dran. Den habe ich mit Panzerschock
aus dem Weg vertrieben und halte hier mit dem Land Raider und mit dem Rhino das Objective. Dann musste ich einen Charakter töten. Da hat hier der Vindicar-Assassin per präzise Schüsse den Sergeant hier eliminiert. Okay, und dadurch habe ich 2 Siegespunkte. Was ist sonst noch passiert? Hier ist der Cybot erstmal beschossen worden vom Land Raider, hat einen Höhenpunkt verloren, dann hat die ganze Truppe hier angegriffen und dank Smash-Attacken von den Priestern und Cypher und dem Dämonenhammer von Corteas konnte ich ganz, ganz knapp vernichten und habe auch Glück gehabt beim Rettungswürfelwürfeln vom Cybot. So, was ist sonst noch passiert? Dieser Land Raider ist unsichtbar. Und hier hat Corteas leider die Unsichtbarkeit nicht durchgeführt. Wir hatten noch eine kleine Regeldiskussion, wie das ist mit dieser Psi-Matrix, die der Ezekiel mit sich trägt. Im Regelbuch... Bitte? Lieber Psionika von den Space Marines. Achso, ja, weiß ich nicht. Im Regelbuch steht, man darf statt der Einheit, die bezaubert wird, einen Psi-Resistenzwurf machen. Also der Psioniker darf das machen. Allerdings möchte mein Land Raider ja gar keinen machen. Ne? Also darf er trotzdem für meinen Land Raider einen Psi-Abwehrwurf mit Ezekiel machen? Das ist eine große Frage. Schreibt das mal unten rein. Wir haben es jetzt gespielt, dass das nicht kann, weil ich ja eigentlich keinen machen will. Ne? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, gebe ich ab in deine Runde und schauen wir mal, was du weggeschossen kriegst. So, Runde Nummer 3 für die Sororitas. Die war nicht so gut. Ich habe zuerst Missionsziel gezogen, ich musste eine Psi-Kraft machen, das habe ich nicht geschafft. Ich habe 2-mal versucht, Unsichtbarkeit zu wirken. Beides mal extrem schlecht gewürfelt, nicht geschafft. Dann Behind Enemy Lines, das habe ich geschafft, weil hier vorne ist nämlich eine Einheit Priester. Die hat die beiden Vindicator hier, also das ist eine Schwadron-Vindicator, angegriffen, hat 2 davon zerstört. Die stehen in der gegnerischen Aufstellungszone und hier hinten hat sich Corteas abgespalten, der Typ hier abgespalten und die abgespalten. Das heißt, die 2 stehen und die Einheit steht. Das sind 3 Einheiten, gibt wie 3 Missionszielpunkte. Das sind Gott sei Dank 3. So, und dann musste ich Objective 5 sichern. Das ist hier drüben. Und er steht halt mit einem Modell auch noch in 3 Zoll Reichweite da dran. Da habe ich mit allem, also mit diesen 3 Soro-Schwestern raufgeschossen, habe gedacht, so okay, kannst du vielleicht einen Marine mit töten mit den Boltern und so. Habe auch eine Granate reingeschmissen, aber keine einzige Wunde gemacht, obwohl ich Gebete gesungen habe und so. Und ja, funktionierte einfach nicht. So, also kriege ich das Missionsziel nicht, das werde ich dann auch abschmeißen. So. Das heißt, ich habe 3 Missionszielpunkte, weil ich hinter gefeindlichen Linien bin. Und ich habe ein orbitales Bombardement losgelassen hier auf die Einheit. Ist leider auf den Land Raider abgewichen und hat den Streifschuss gemacht. Das war ganz brüchig. So, ja, sieht gar nicht so gut aus. Aber gut, Uphill-Fight und so. Ne? Dark Angels Turn 3. So, Turn 3 der Dark Angels. Es war blutig. Hier wurde erstmal reingeschossen in den Priestereinheit und dann angegriffen. Die Einheit ist komplett aufgeraucht worden. Celestine ist dank ihrem Act of Faith wieder aufgestanden. Steht jetzt hier. Der Land Raider hat an die Laserkanonen einen Lebenspunkt verloren. Hier wurde mit einer Melterbombe in den Popo vom Land Raider wurde die dran geheftet, aber naja, die hat eine Fehlzündung gehabt oder sowas. Ne? Nichts passiert. Die haben sich übrigens nach dem Kampf hier so konsolidiert. Übrigens habe ich eben im letzten Zug vergessen, wir haben das mit der Schwadron falsch gespielt gehabt und der Vindicator ist da übrigens auch noch tot, weil die sich die Wunden ja übertragen. So, dann ist hier ein taktischer Trupp über die Reservekante reingekommen und hat in Cypher und in einen Priester geschossen, aber nichts verwundet. Hier, der eine Akolyt ist in Nötchen Dreck geschmissen und hat damit den Bolterbeschuss von dem Razorback überlebt, der am Missionsziel da hinten steht. Und die Schwestern hier sind gestorben im Nahkampf und im Beschuss gegen die Marines. So, was hast du von Missionsziel erreicht? 5 und Missionsziel 6. Missionsziel 5, das ist das hier. Und Missionsziel 6, da steht der Razorback dran.
Alle geschafft. So, ich muss jetzt gegen das Tablen ankämpfen hier. Mal sehen, ob ich das noch hinkriege. Wir sehen uns in Inquisition Turn 4. So, das war der inquisitoriale Spielzug Nummer 4 und ich schwitze wie ein Berserker. Ich guck mal meine Missionsziele. Harness the Warp, eine Psykraft wirken. Ich habe Unsichtbarkeit wieder nicht durchgekriegt, also nicht. Objective Nummer 6, da steht ein Razorback dran. Das kann ich nicht. Objective Nummer 1 muss ich halten, das ist hier. Da stehe ich zwar dran, aber der Objective Secure Panzer verweigert mir das. Also auch nicht. Dann habe ich Blood and Guts. Ein Victory Point, wenn eine Enemy Unit in der Assault Phase vernichtet wurde. Wenn ich 3 vernichte, kriege ich W3. Hier vorne stand eben noch eine Einheit mit 3 Charaktermodellen drin. Die habe ich komplett ausgelöscht, indem ich einen Kombi-Charge gemacht habe mit Cypher, dem Inquisitor, einem Priester und Corteas und Celestine. Corteas ist dabei draufgegangen, Celestine hat 2 Lebenspunkte verloren, aber die eine ist ausgelöscht, dadurch kriege ich wie 3 Punkte. Nochmal 3, sehr schön. Es läuft hier hin. So. Ansonsten habe ich keine, was kann ich denn abschmeißen? Ich glaube, ich schmeiße mal Objective 6 ab, weil das würde ich am ehesten nicht kriegen. Weg. So. Und dann gehen wir in Zug Nummer 4 von den Dark Angels. Einen Nachtrag noch. Hier standen natürlich hier eben Truppen, die sind von dem Land Raider weggeflankt worden. Das waren Sprungtruppen, ne? Yep. Okay, dieses war der Spielzug der Dark Angels Nummer 4, der ging relativ fix. Die haben hier geschossen in das Heck von. Ne, du hast auf den geschossen. Also hier Laserkanon, diesmal hat er auch an sein Signum gedacht. Ja. Hat leider nicht verwundet. Dann hat der Razorback von hier ganz hinten auf den Akolyten, der hat sich in den Staub geschmissen, aber trotzdem ist er gestorben. Die bewegen sich ein bisschen weiter weg, die wollen halt auch nicht zerflankt werden. Ne? Ja, was hast du für Missionsziele? Missionsziel 2 habe ich hier eingenommen. Ja, weil die stehen, auch ein taktischer Trupp steht hier noch. Ne? Der hat eingenommen. Eingeschlagenes Rhino. Das eingeschlagene Rhino. Ein Missionsziel eingenommen. Ja, Missionsziel 1. Ich habe eine Einheit verdichtet. Einen Akolyten, ja. Okay, trotzdem. 3 Punkte. Und ich habe mein spezielles Dark Angels Missionsziel. Ja, was ist denn das? Ich habe, muss mir vorher auswählen, wie viele Züge lang ich keinen Moraltest geigen durfte. Da ich aber so ziemlich alles jetzt fruchtlos bin, dank Cypher, habe ich natürlich 3 Runden genommen. Dadurch kriege ich 3 plus W3 Missionsziel. Ja, dann mach mal W3. Und? 2. 2. 5 Stück. Dann hast du jetzt insgesamt 8 Siegespunkte in dieser Runde geholt. Das ist ziemlich krass. Damit bist du jetzt wieder in Führung, glaube ich. Ich weiß es noch nicht, weil wir gucken gleich mal am Ende, wie es steht. Aber Runde 5 Inquisition kommt jetzt erstmal. So, der 5. Zug der Inquisition ging ganz schnell. Die Land Raider sind hier nach hinten gefahren. Der hat hier auf den Rhino geschossen, hat ihn zerstört. Nicht explodieren lassen, sondern zerstört. Das war wichtig, weil dann dieser Land Raider das Missionsziel halten kann. Das habe ich nämlich 3-mal insgesamt. Missionsziel 1, das heißt, es sind 3 Siegespunkte. Sonst muss ich Missionsziel 5 halten. Das ist allerdings hier ganz hinten, das kriege ich sowieso nicht. Und ich musste noch einen Siegkraft machen, es ist kein Psioniker mehr auf dem Feld. Naja. Und dann hat auch hier der Multimelter nach hinten geschossen auf den Razorback, hat nichts gemacht. Hier hat der Cypher und Celestina in die Squad geschossen und haben 2 getötet. Aber die sind ja auch furchtlos. Und ja, 5. Zug von den Dark Angels. Ich schmeiße mal Harness the Warp ab, das ist das, was ich überhaupt nicht habe. Und ja, 5. Zug Dark Angels. Okay, der Spielzug Nummer 5 der Dark Angels ist vorbei. Hier haben die wieder auf den Land Raider geschossen, konnten aber nicht die Panzerung durchschlagen. Und hier hat der Razorback und die Marines haben auf Celestine geschossen, konnten aber nicht durch ihren Rüstungswurf durchkommen. Was hast du für Missionsziele? 3 geheime.
Mission C3 habe ich geschafft und eins schmeiße ich mir daheim ab, dass, das jetzt, dass ich eins Zauber mit der Entomatie durchbringen muss. Okay. Und der ist jetzt leider nicht möglich. Und einen hast du geschafft, du musstest Mission C3 halten, das ist das hier, ne? Was hier irgendwie ja, ist unter den Thematoren. Okay. Gut, dann würfel doch mal, ob es weitergeht. Der Fraktwurf fällt. Und? Ach, das ist ein schöner Einserwürfel. Ja, Stellungswürfel. Es geht weiter. Es geht weiter. Runde 6, Inquisition. Okay, der sechste Zug der Soritas. Was habe ich gezogen? Objective 5 musste ich sichern. Das befindet sich hier immer noch in Hand der Marines. Dann zweimal Objective 3. Das ist allerdings auch in Hand von diesen Marines. Also kriege ich das auch nicht. Ich musste eine Einheit in der Schussphase komplett zerstören. Das hat dieser Land Raider geschafft, indem er hier den Razorback zerstört hat. Dann habe ich versucht, hier die Einheit zu beschießen und anzugreifen. Im Beschuss sind zwei gegangen. Und der eine Raketenwerfer hat überlebt und schießt im Abwehrfeuer nachher Celestine über den Haufen. Dadurch ist der Charge leider nicht mehr hingekommen. Dann musste ich Objective 4 sichern, das ist hier. Und das sichert sich der Land Raider, weil er dahin getobo-boostet ist quasi. Dann habe ich geschafft Kingslayer, weil sein Warlord ja schon tot ist. Das gibt W3 Siegespunkte. Nochmal 3, das ist doch heute gut. Entschuldigung, ja. Ja, dann schmeiße ich mal Objectives ab. Ich glaube, ich schmeiße Objective eine Karte Nummer 3 ab. Und gebe ab in Dark Angels Turn 6. So, Dark Angels Turn Nummer 6. Es geht weniger schnell. Der Raketenwerfer schießt auf die Einheit. Der Priester würfelt aber die Wunde ab. Der Land Raider ist ein Wrack, weil endlich mal die Laserkanonen ihre Arbeit gemacht haben. So, was hast du denn für Missionsziele erreicht? Ich habe Missionsziel 5 geschafft. Ich habe Missionsziel Großwildjagd geschafft. Ach ja, indem ich den Land Raider geschraubt habe. Ja. Okay, Missionsziel 5, das war hier vorne was, ne? Ja, hier vorne, da steht er immer noch dran. Und möchtest du mal würfeln, ob es in die siebte Runde geht? Haben wir hier noch hier? Nein, es geht nicht weiter. Da liegt die 1. Und ja, ich danke dir. Moment. Man sieht es nicht. Ja, gut. Wir machen gleich nochmal ein kleines Fazit. Dann sehen wir uns da. Ja, Auszählen der Missionsziele. Ich habe jetzt mal auch die ganzen Multiplen hier auf einen Haufen gelegt. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moment, war es jetzt 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Punkte. Am Ende hatte ich nochmal Punkte gekriegt für den Cypher, weil er noch überlebt hat. Und, ach ja, Durchbruch habe ich auch noch, also 20 Punkte. Durchbruch habe ich auch mit. Durchbruch hast du auch, ja. Okay, dann zählen wir mal bei dir. Du hast eben noch ein Missionsziel vergessen, was du noch erfüllt hast. Ja, das ist so ein verdecktes Missionsziel der Dark Angels. Ja, welches ist es? Kein Vergeben. Ich muss eine Einheit zerstören, die ein Missionsziel kontrolliert hat. Was ja, der Land Raider hat eins kontrolliert. Also ist das auch ein cooles Missionsziel eigentlich. Okay, dann kriegst du wie viele Punkte? Also das, was du jetzt gerade gehabt hast, plus Durchbruch, kannst du schon mal drauflegen. Ich habe wie du auch der immer mal Durchbruch dazu. Ja. Dann habe ich durch Warlord Kill, wie du auch. Warlord Kill hast du nicht, der lebt noch. Nee, ich dachte, der steht noch da. Ja. Guck, hier, ja, steht da noch. Nicht der Ordo Xenos. Schieß mal. So, dann Mission C3, Mission C2, keine Gefangenen. Yep. Dann nochmal eins, Mission C1, Mission C6, 5. Ich habe jetzt eigentlich nicht mitgezählt, aber leg einfach mal alle hin, die du hast. Gezielte Tötung, Großwildjagd und die gezielte. Okay, dann zähl die mal kurz nochmal. Dann krieg ich nochmal 4 extra. Ja. Durch die eine Mission, wo ich die einfach die Moral geschafft habe. Leg dir mal 4 Karten noch dazu. Einfach nur, weil du es kannst.
dazu. Und noch eine Karte extra dazu, weil du Durchbruch hast. Und dann 10er kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, 17 zu 20, ganz knapp. Aber es war ein echt krasses Spiel. Ich habe am Anfang echt nicht gedacht, dass ich das so hinkriege mit meiner Liste gegen die Dark Angels. Ja, wir machen mal bestes und schlechtestes Modell. Wir fangen mal mit den Dark Angels an. Was ist deine beste Einheit? Ich glaube, das war die Truppe mit dem Laser weg, die von hinten einfach in die Seite reingefahren ist und dann einfach die Mission halten konnte. Also nicht, weil sie so viel ausgeschaltet hat, sondern einfach, weil sie konstant Missionsziele geholt hat und blockiert hat, vor allem. Ja. Ja, sicher. Vor allen Dingen der Razorback hat auch ziemlich genervt. Ja, das ist, was war deine schlechteste Einheit? Stell's mal der Land Raider. Ich schätze mal meinen Land Raider auch, weil ich da einfach nur schlecht gespielt habe, wo ich die Roritas einfach komplett vergessen habe. Ja, wenn man das nicht kennt, dann ist das natürlich böse. Das wird dir, glaube ich, nie wieder passieren. Ne? Ja. Gut, was denkst du denn, was war meine beste Einheit? Was mich am meisten genervt hat, das sind diese verdammten Granaten von dem Typen. Die Granaten von dem, ja. Okay, ja, das stimmt. Die Steam, die wieder aufgestanden ist, wenn sie immer wollte. Ja, einmal halt, ne? Ja, die Granaten vom Xenos Inquisitor immer wieder nett. vor allen Dingen, weil die das sofort ausschalten gegen deinen Warlord möglich haben. Ne? Ja, das war ziemlich fies. Meine schlechteste Einheit, was meinst du, was hat bei mir überhaupt nicht funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Der Trupp mit Celestinien, der relativ günstig war. Der Fünfer-Trupp, ja. Ja, der hat auch voll versagt, dass er mal schießen sollte. Ne? Ja, das stimmt, das war mein schlechtester Trupp auch vielleicht. Ja. Ansonsten muss ich sagen, die Liste ist ein Glashammer. Also wenn sie ankommt im Nahkampf, dann macht sie richtig Aua, aber sie hält nichts aus. Am Ende haben halt die Charaktermodelle, die lebten halt fast alle noch, außer halt meine Tank-Charaktermodelle, die sind dann doch irgendwann draufgegangen. Cypher ist ganz nett. Gegen Dark Angels nicht zu empfehlen. Gegen Dark Angels wollte ich gerade sagen, nicht unbedingt so cool, weil du den Gegner damit durch Hass und Furchtlos liebst. Und das ist nicht so geil. Und vor allen Dingen, ich gebe dir damit ja auch die Option auf extra Siegespunkte. Auch noch, ne? Naja, gut. Ich fand das Spiel spannender, als ich am Anfang gedacht hätte. Ich habe echt gedacht, so nach Runde 2 irgendwie, das wird ein Table-Ding. Weil da sah es echt ganz böse aus. Aber du hast da schon gesagt, irgendwie, ja, es wird schwer, meine Land Raider wegzukriegen. Und ich habe dir das nicht geglaubt, aber es hat sich bewahrheitet. Ne? Ja. Und ja, es war ganz witzig. Zwei, glaube ich, nicht ganz ausmaximierte Listen. War super, hat super viel Spaß gemacht, das Spiel. Und ja, willst du noch irgendwas sagen, so taktisch? Vergesst den Scout auf der Resort, ruhig das nicht. Ja. Was sagst du noch zu den neuen Dark Angels? Was kann man da noch so rausholen? Was hätte man besser machen können? Was hätte man besser machen können? Ravenwing, weil der einfach derzeit mit dem holbaren Jinx-Safe sehr stark ist. Ja, Ravenwing ist viel besser, genau. Deswegen vielleicht irgendwas gegen Landmäler, wirklich schwere Panzerung, da habe ich wirklich bis auf die zwei Laserkönnen nichts gemacht. Ja, ja. Und die Melterbombe, die nicht getroffen hat, ne? Ja. Generell muss man sagen, das Abwehrfeuer ist schon eine böse Sache. Also wir hatten da in einem Zug, glaube ich, im fünften Zug oder so, hatte ich so die Möglichkeit, mit Celestine hier so den Devastor-Trupp anzugehen. Und dann überlegt sich das echt. Also ein Devastor-Trupp mit zwei Laserkanonen, der mit voller BF Abwehrfeuer gibt. Ja, normalerweise sind da auch noch Grafkanonen drin, ja. Also das macht man nicht mal ganz ebenso. Sonst die Fahrzeuge, die er umsonst hatte, hat er nur zwei mitgehabt. Ne? Ist ich jetzt. Umsonst gehabt, die waren bei mir kostenpflichtig, falls in Demikon sind. Ach so, ach ja, okay, ja, stimmt. Okay. Die voll bezahlen. Ja. Dann habe ich das falsch verstanden. Bei uns beim Nachbartisch, das ist nämlich auch mal nochmal eine Dark Angel. Und der hat, glaube ich, die Formation mit dabei, die umsonst Fahrzeuge hat. Ne? Da stehen auch schon ganz viele. Wie steht es denn bei euch? Schlagen sich da die Dark Angels? Die spielen gegen eine verbündete Liste, also einer gegen zwei, gegen Orks und Imperiale Armee. Wie schlagen sich die Dark Angels? Ja. Imbar? Massiv, Imbar. So extrem jetzt auch nicht, aber schon recht gut. Ja. Radarfahrzeuge sind natürlich ganz praktisch, aber dafür muss man halt ziemlich viele Marines mitnehmen, die nicht so besonders viel machen.
Ah, alles klar. Gut. Wir halten mal fest, mit den Dark Angels kann man eine coole Listen stellen. Sind jetzt nicht so super über, aber macht Spaß dagegen zu zocken. Also, auch wenn man am Anfang denkt, oh, man wird zerballert und auch die 10 Zoll Schablone da, wenn einmal, wenn die runtergekommen ist, das war schon böse, aber man kann alles irgendwie hier handeln. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zugucken. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Koali. Tschüss. Thank you.